Hier einige Beispiele zu Energieumwandlungen. Die Energie, die uns die Natur liefert, wie Holz, Kohle, Erdöl, Erdgas, Uranerz, fließendes Wasser, Wind, Sonnenstrahlung, Erdwärme und so weiter, kann teilweise in nutzbare Energie umgewandelt werden, nachdem sie in leichter transportierbare Energie wie elektrische Energie umgewandelt wird. Auf dieser Seite der Universität Colorado können Simulationen vorgenommen werden wie folgt. In diesem Beispiel auf der Seite der Universität Colorado wird chemische Energie in Bewegungsenergie umgewandelt. Diese Bewegungsenergie wird durch diesen Generator in elektrische Energie umgewandelt und diese elektrische Energie kann sehr gut zum Transport auf große Distanzen von Energie eingesetzt werden. Hier sehen wir, dass diese elektrische Energie sich in Wärmeenergie verwandelt. Aber wir müssen den sportlichen Jungen wieder füttern, so dass er wieder chemische Energie hat, die in kinetische Energie verwandelt wird. Diese kinetische Energie wird durch diesen Generator in elektrische Energie verwandelt und diese kann so weit weg transportiert werden und verwandelt sich in diesem Beispiel in thermische Energie, also in Wärmeenergie. In dieser Simulation wird die potenzielle Lageenergie von dem Wasser umgewandelt in Bewegungsenergie, also in kinetische Energie, die sich hier auf dieses Rad überträgt. Durch den Generator wird diese kinetische Energie verwandelt in elektrische Energie und diese elektrische Energie kann über große Distanzen transportiert werden. In unserem Beispiel hier wird diese elektrische Energie umgewandelt in Lichtenergie und in Wärmeenergie. In dieser Simulation wird die Lichtenergie, die wir von der Sonne erhalten, durch solche Photovoltaikanlagen in elektrische Energie verwandelt. Diese kann über große Distanzen transportiert werden und in unserem Beispiel verwandelt diese elektrische Energie sich in mechanische Energie, hier kinetische Energie. In diesem Beispiel wird Wärmeenergie in kinetische Energie umgewandelt. Diese kinetische Energie wird durch diesen Generator in elektrische Energie umgewandelt. Diese kann dann weit weg transportiert werden und in unserem Beispiel wird diese elektrische Energie in kinetische Energie umgewandelt. Zum Transport über lange Strecken von Energie eignet sich elektrischer Strom sehr gut. Das Energieerhaltungsprinzip besagt, dass Energie weder erzeugt noch vernichtet werden kann, sondern nur von einer Form in eine andere Energieform umgewandelt werden kann.